Jaguar machte sich auf den Weg, denn alles, was vier Räder hatte und einiges an Jahren auf dem Buckel, fuhr nach Coventry in England. Jaguar hatte nämlich was zu feiern in diesen Tagen, denn in Coventry eröffnet die britische Nobelmarke ihr neues Transportmuseum, eine wahre Jaguar Gallery, angeführt vom neuen Jaguar F-Type bis zurück ins Jahr 1938 zum altbetagten SS-100. Eine lange Tradition und Innovation in Design und Technik.